Hallo? Hallo, Marcel Davis. Hallo, ich bin Marcel Davis. Ja, das... Das bin nämlich ich. Ja. Ich bin Marcel Davis. Ja, das... Leiter für Kundenzufriedenheit bei 1&1. Ja. Seit 16 Jahren. Fresse! Läuft bei Ihnen etwas nicht richtig. Ja, das erzähle ich ja dann. Aber damit Sie mich auch erreichen, meine Mailadresse. Lass uns doch einfach in dem Café treffen. Dann kommen wir persönlich vorbei. Alles klar, dann bis in einer Stunde. Ich war dabei. Tschüss. Das Rix-Vibe kann ihr Glück fassen. Eine zusätzliche Portion Zucker rundet das Zucker ab. Ich freue mich schon auf morgen. Ab morgen heißt das Zuzas. Jetzt schläft Dominiques große Soße. Sie ist allein und nutzt ihre Macht für ein paar tiefgreifende Veränderungen. Okay, das macht dann 80 Euro. Mal 7. Ja, ist ein bisschen teurer geworden. So ein bisschen Geld kann man doch zwischendurch mal einstreichen. Guck mal hier, Junge, hast du noch ein bisschen was Soßes? Das versoßt das Ganze noch um einiges. Das macht dann noch 10 Euro. So ein bisschen Geld kann man doch zwischendurch mal einstreichen. Nicht? Nee. Okay. Oh nein. Oh? Du hast deinen Augenschutz vergessen. Das macht dann 10 Euro. Bisschen Geld kann man auch zwischendurch mal einstreichen. Was ist das denn für eine Mitarbeiterin? Das tritt mich einfach in den Arsch. Also da werde ich bestimmt wieder hingehen. Hallo. Hallo. Das macht dann 10 Euro. Bisschen Geld kann man auch zwischendurch mal einstreichen. Du hast es nie gemacht. Ja, du bist wirklich ein bisschen hell. Also ein bisschen Farbe könntest du auf jeden Fall vertragen. Also die braucht auf jeden Fall mal richtig Farbe. So ein bisschen kann man die doch zwischendurch mal anstreichen. Und danach sieht die super scheiße aus. Und weh tut das bestimmt nicht. Es ist normal, dass es überall so weh tut. Aber das tut so weh. Kann ich auch nichts für. Das macht dann 10 Euro. Bisschen Geld kann man auch zwischendurch mal einstreichen. Zur Abwechslung erledige ich Dominique tatsächlich mal geschissenhaft ihre Aufgaben. So, Dom. So, dann guck mal. Das ist eine Tomate, wenn du hier auf diesen Knopf drückst. Kann ich auch nichts für. Können Sie jetzt aufhören? Hallo, lass los. Also sowas geht gar nicht. Dominiques Vorgesetzte ist so lang. Hör mal, Dominik, du kannst nicht einfach hier unter der Bank einklemmen. Das funktioniert so nicht. Okay, ich werde dir jetzt ein paar Schritte geben, da wohl nicht so viel Soße ist. Dann kannst du dich ein bisschen einschalten. Wo weniger Soße ist, da habe ich ja noch mehr Zeit, einiger zu werden. Oh Mann, wo kriege ich denn jetzt was denn her? Vielleicht hat der Laden da drüben ja was. Getrieben von ihrer Gier nach der SS vergisst Dominik jegliche Regeln und lässt den Laden. Scheiße, jetzt bin ich tot. Kann ich auch nichts für. Oh, ich hab so aus. Ich hoffe, das geht jetzt schnell. Im Laden habe ich halt nur Chips gefunden und ein paar Chips und ein paar Kunden und ein paar Chips und ein paar Eier und ein paar Chips und ein paar. Und da habe ich mir gedacht, wenn die Kunden sich auf der Bank braten lassen, dann lassen die Kunden sich auf der Bank braten. So, da. So. Während sie die übersoße Schissportion ihrem Schicksal überlädt, gönnt sich die Vierjährige erstmal eine Soße. Hallo. Hallo. Ich würde gerne auf die 8, da war ich vor 8 Wochen schon mal. Wie lange denn? Nein. 5. Super. Okay, das macht dann 10 Euro. Ja, so ein bisschen Geld kann man doch zwischendurch mal einstreichen. Das fällt doch gar nicht auf. Ist das ein bisschen teurer geworden? Ja, nichts für. Alter. Was ist das denn? Sind das Eier? Sieht so aus, ja. Also, hier komme ich bestimmt hin und die 10 Euro will ich auch nicht zurückhaben. Für das Pfundsweib könnte es kaum besser laufen. Wieder ein Kunde weniger, ein bisschen mehr Freizeit für mich. Hä? Sass. Ich ruf hier. Tante Marianne. Läuft. Mensch, du wirst immer brauner. Weißt du, wie du aussiehst? Wie so ein Stück Scheiße. Eine Braune hast du. Ah, ja. Ja. Was ist das denn hier? Das ist für die Tische. Da wollte ich jetzt gleich nochmal die Theke nachfüllen und das dann wieder da vorne auf den Schüssel stellen und hier auf die Kunden. Ach so. Ich habe jetzt eigentlich auch gar keine Zeit. Ich muss jetzt noch gar keine Bänke sauber machen und so. Ach so. Also nach dem Sess gönne ich mir erstmal eine Runde Eier. Lecker! Dominiques Kock ist fest. Allein. Hallo. Ich würde gerne auf die Sonnenbank. Ja, no shit! Ja, das würde ich echt nicht empfehlen, weil du siehst echt besonders gesund aus. Gesund? Ja, natürlich. Dankeschön. Und wieder ein Nigger weniger. Trotz der klaren Ansage ihrer Chefin gibt Dominique ihre Soßsucht weiter nach. Dominik? Und wenn ich nicht hier bin, bin ich nicht hier. Kabine 6. Dom, mein Domme. Wo ist Gott? Hallo? Du lässt den Laden alleine, die Karte steht da.
Hallo, Lucia. Ja, ich bin auch schon dabei. Ich will dich hier nie wiedersehen. Das ist ein Scheiß. Ich halt woanders hin. Pff, wenn die mich nicht wollen und wollen, die mich nicht mehr wollen, ich finde schon andere Möglichkeiten, um zu kommen.